Und ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 22, das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion der SPD, Qualitäts- und Fachkräfteoffensive in der frühkindlichen Bildung voranbringen, Drucksache 21249. Das ist auch der Setzpunkt der Fraktion der SPD. Verbunden damit und mit aufgerufen wird der dringliche Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, echtes Sofortprogramm für die Kitas, Schulgelder für Erzieherinnen und Erzieher abschaffen und PIVA ausweiten. Drucksache 21337. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als erste Rednerin darf ich Frau Dr. Köbe von der SPD-Fraktion ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Besten für die Jüngsten. Ich sehe mich noch vor gut 5 Jahren diese Überschrift auf bunten Buchstaben auf eine Pappe malen. Mit damals 2 Kindern im Gepäck ging es für mich zur großen Kita-Krisendemo in Berlin am Brandenburger Tor zusammen mit 3.500 Familien. Auf meiner Webseite gibt es noch ein Erinnerungsfoto von diesem Tag. Wir hatten damals auf der Straße einer sonst eher leisen Lobby eine laute Stimme gegeben. Mehr Kita-Plätze, aber auch strukturelle Verbesserungen und eine grundsätzliche Aufwertung des ErzieherInnenberufs eingefordert. Und diese laute Stimme will ich auch heute erheben, dass ich also heute vor Ihnen stehe und darüber sprechen darf, wie die Landesregierung sich auf den Weg macht, den Job wieder zu einem Traumjob zu machen, ist für mich ganz persönlich eine große Ehre. Da es meine erste Rede in diesem Hohen Haus ist und ich mich schon ankündigen kann, als Sprecherin der SPD-Fraktion für frühkindliche Bildung noch häufiger zu Ihnen zu diesem Thema reden werde, erlauben Sie mir ein paar grundsätzliche Gedanken vorweg, warum ich den Geist dieser Botschaft, die Besten für die Jüngsten, für unser Land als unglaublich wichtig erachte. Die frühkindliche Bildung wird gerne nett belächelt und verniedlicht. Selbst mein Opa hat im Wahlkampf immer zu mir gesagt, Fini, red nicht immer nur über Kitas. Ich sage Ihnen und auch meinem Opa deutlich, die frühkindliche Bildung ist nicht niedlich und geht vor allem uns alle an. Und das sage ich jetzt ausdrücklich nicht nur als berufstätige Mutter, sondern auch aus der Perspektive einer Volkswirtin. Unternehmerverbände und Wirtschaftsweisen schlagen schon seit längerer Zeit Alarm. Wenn sich hochqualifizierte Arbeitskräfte gegen Hessen oder sogar gegen Deutschland wegen unzureichender Kindertagesbetreuung entscheiden, müssen wir gegensteuern. Wenn Lebenswege vorgezeichnet werden, weil die Einschulung die deutsche Sprache nicht sitzt, müssen wir gegensteuern. Und wenn Frauen nicht in ihren Beruf zurückkehren können aufgrund unzureichender Kindertagesplätze, müssen wir gegensteuern. Und ein Punkt ist mir hier noch ganz besonders wichtig, insbesondere in diesen Tagen. Eine gute Kita ist ein Ort, wo Kinder Demokratie erleben und leben können. In Kinderparlamenten werden Grundsteine für das gelegt, wofür gerade tausende Menschen auf die Straße gehen. Respekt für die Meinung des anderen, Teilhabe eines jeden und Verantwortungsgefühl für die gesamte Gesellschaft. Das wird dort gelebt. Wir brauchen also sowohl aus volkswirtschaftlichen als auch gleichstellungspolitischen als auch urdemokratischen Gründen dringend Taten und Investitionen. Und mit diesem Setzpunktantrag wollen wir den ersten Schritt zu einer notwendigen Aufwertung des Traumjobs nehmen. Denn wenn Sie alle in Ihren Wahlkreisen Kitas besuchen und dort mit Erzieherinnen und Erziehern sprechen, dann treffen Sie dort auf Menschen, die ihren Job lieben und leben und die sich aus guten Gründen für diesen vielseitigen Job entschieden haben. Worüber wir aber selten sprechen, ist das Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung selbst. In den letzten beiden Jahrzehnten hat das Personalvolumen eine rasante Expansionsgeschichte zu verzeichnen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt so in diesem Zeitraum ihresgleichen sucht. Wussten Sie, dass in Hessen mit rund 51.000 Beschäftigten mehr Menschen in Kitas als in der Automobilindustrie arbeiten? Jetzt drehe ich mich mal zum Herrn Staatsminister. Ich würde mal in den Raum werfen, Hessen ist deshalb nicht nur ein Autoland, sehr geehrte Damen und Herren, sondern Hessen ist auch ein Kita-Land. Und wir geben natürlich alles, dass es auch ein gutes Kita-Land ist. Merken Sie sich das.
Die Praxis warnt uns nämlich dringend davor, nicht weiter über Krisen im Zusammenhang mit Kitas zu sprechen. Denn welcher junge Mensch will schon in einer Branche einsteigen, wo jeder und jede über schwierige Arbeitsbedingungen redet? Statt über Krise will ich über die Attraktivität des Jobs sprechen, beziehungsweise was wir tun wollen, um ihn wieder attraktiver zu machen. Denn der Bedarf an Kita-Plätzen ist noch lange nicht gedeckt. Der Fokus unserer Fachkräfteoffensive liegt unter anderem auf Personalgewinnung und dabei auf einem Ausbau der praxisintegrierten, vergüteten Ausbildung. Ich habe letztes Jahr die Ehre gehabt, ich habe lange für einen Kita-Träger gearbeitet, die zweite Fachschule für eine PIVA-Ausbildung eröffnen zu dürfen. Ich kann Ihnen also aus bestem Wissen und Gewissen sagen, das Konzept hat sich bewährt. Evaluationen haben gezeigt, dass sich so viel mehr Menschen, die schon im Erwachsenenleben stehen, für diese Ausbildung entscheiden. Und auch Männer, die wir auch in dieser Erzieherausbildung grundsätzlich mehr brauchen, machen das auch mehr, wenn die Möglichkeit einer PIVA besteht. Wir werden nun die geförderten Ausbildungsplätze in Hetzen von 600 auf 1.000 aufstocken, und wir werden dieses Ausbildungsmodell auch auf die Kinder- und Jugendhilfe ausweiten. Auch die Kindertagespflege nehmen wir in den Blick. Hier müssen wir gezielte Untersuchungen zum konkreten Qualifizierungs- und Unterstützungsbedarf durchführen und in einen Dialog mit den Trägern einsteigen. Wir sind überzeugt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Fachkräftegewinnung und Qualität müssen Hand in Hand gehen. Und bei Qualität meine ich hier sowohl die Qualität der Bildung und Betreuung als auch die Qualität der Arbeitsbedingungen. Denn die beste Fachkräfteoffensive nützt wenig, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir Fachkräfte auch motiviert in ihrem Job halten. Wenn wir also über eine Qualitätsoffensive sprechen, dann sprechen wir über ein unterstützendes Arbeitsumfeld, über mehr Entlastung von administrativen Tätigkeiten durch zusätzliche Verwaltungskräfte und auch über digitale Lösungen. Sehr geehrte Damen und Herren, jedes gute Team besteht aus unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen, wie im Fußball. Das ist auch in der Kita so. Multiprofessionelle Teams können eine Win-Win-Antwort sein auf den immer weiter steigenden Bildungs- und Betreuungsauftrag in unseren Kitas als auch auf den Fachkräftemangel. Und darauf wollen wir weiter setzen. Für unsere Jüngsten selbst setzen wir den Schwerpunkt auf die sprachliche Bildung und individuelle Förderung. Sprache, das wissen wir, glaube ich, alle, ist der Schlüssel zur Chancengleichheit, zu einer erfolgreichen schulischen und später beruflichen Karriere. Wir werden hier die bewährten Strukturen der Vorschulkurse stärken, aber Hinweise zur besseren Umsetzung aus der Praxis aufgreifen. All diese Maßnahmen und Pläne brauchen solide Fachkenntnisse, und wir alle wissen, dass sich die Welt schnell verändert. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass das Land weiterhin ein umfassendes, kostenloses Fortbildungs- und Beratungsangebot zur Verfügung stellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu guter Letzt, Sie erinnern sich vielleicht, wir wurden ja alle im Wahlkampf letztes Jahr vom Hessischen Rundfunk gefragt, worüber wir unsere erste Rede im Parlament halten wollen. Ich habe geantwortet, dass ich in meiner ersten Rede darüber spreche, dass wir die Kommunen entlasten. Das habe ich gesagt, und bei diesem Thema fällt mir das jetzt sogar leicht, noch den Bogen dahin zu spannen. Denn als ehemalige ehrenamtliche Stadträtin habe ich dazu Erfahrung aus erster Hand. Meine Heimatstadt Bensheim setzt auf Qualität in der Kindertagesbetreuung und lässt sich diese auch sehr viel kosten. Das hat allerdings dadurch die Folge, dass wir kaum noch Handlungsspielraum haben. Wir dürfen die Kommunen mit dieser Herkulesaufgabe nicht länger alleine lassen. Und als SPD sagen wir ganz klar, in dieser Legislaturperiode wird die nachhaltige Finanzierung der Kindertagesbetreuung angegangen, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag soll Ihnen beides zeigen. Sowohl eine grundsätzliche Haltung als auch einen Weg für die Zukunft. Und er tut dies bereits mit einem breit gefächerten Ansatz. Wir wollen mit diesem Antrag nicht nur Bewährtes festigen. Wir wollen neue Schwerpunkte setzen und ein wichtiges Signal an die Wirtschaft, an Träger, an Eltern und Fachkräfte senden. Wir sehen Sie. Wir hören Ihnen zu. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse. Und wir werden zukunftsfähige Lösungen für mehr Traumjobs zeitnah umsetzen. Herzlichen Dank.
Liebe Frau Dr. Köbe, Sie haben eben in Ihrer Rede bereits darauf hingewiesen, dass es Ihre erste hier in diesem Haus war. Insofern danke, dass Sie das schon mal mir abgenommen haben. Aber ich möchte Ihnen selbstverständlich im Namen aller Abgeordneten zu dieser auch gratulieren. Und als nächstes hat der Abgeordnete Bersch der AfD-Fraktion das Wort. Entschuldigung. Soll die Rednerreihenfolge anders gesetzt werden? Entschuldigung, Herr Bersch, dann würden Sie gleich als nächstes drankommen. Dann darf ich als nächstes den Abgeordneten Martin von Bündnis 90 Die Grünen aufrufen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die neue Landesregierung hat ein Sofortprogramm mit 11 Maßnahmen vorgelegt, die sie prioritär umsetzen möchte. Sozialministerin Heike Hofmann etwa hat sich vorgenommen, mehr Stellen in der praxisintegrierten und bezahlten Erzieherausbildung zu schaffen. 1.000 vom Land geförderte Plätze sollen das sein. Allerdings ist das gar nichts Neues, denn genauso viele waren es im vergangenen Jahr auch. Wir freuen uns ja, dass Schwarz-Grün die erfolgreiche Arbeit Schwarz-Rot die erfolgreiche Arbeit des grünen Sozialministers fortsetzen will. Von einer Erhöhung der Stellen, wie das eben auch wieder angekündigt wurde, kann allerdings nicht die Rede sein. Stattdessen verkündet die SPD hier eine Maßnahme als Sofortmaßnahme, die ihr Amtsvorgänger bereits im letzten Jahr umgesetzt hat. Und tatsächlich ist sie nicht die Einzige, die sich an der Stelle mit fremden Federn schmückt. Der Wirtschaftsminister verkündet, dass die Meisterprüfung in Zukunft kostenfrei wird. Dabei hat sein Amtsvorgänger das bereits im Oktober letzten Jahres angekündigt, und das Ministerium ist längst dabei, das umzusetzen. Liebe, Sie können das ja gerne noch einmal nachschauen. Anfang Oktober, ich habe doch das Mikrofon, ich bin doch sowieso lauter. Anfang Oktober letzten Jahres hat das Wirtschaftsministerium eine Pressemitteilung herausgegeben, in der das doch bereits angekündigt wird. Das Ministerium hat an der Umsetzung gearbeitet, bevor Herr Mansouri das Haus einmal betreten hat. Also, das gehört doch zur Wahrheit auch dazu. Liebe Frau Kollegin Köbe, Sie haben eben ganz viele richtige Dinge gesagt, die ich ausdrücklich so unterschreiben kann. Das Problem ist nur, dass Sie halt keine neuen Maßnahmen hier angekündigt haben, sondern ausschließlich Ideen umsetzen, die die letzte Regierung bereits auf den Weg gebracht hat. Und genau das Gleiche gilt auch für die Fachkräfteoffensive, die in Ihrem Antrag angekündigt wird. Auch die gibt es bereits. Sie beinhaltet die Förderung der bezahlten Erzieherausbildung, eine Werbekampagne unter dem Motto 1000 Rollen, dein Job und eine Website mit allen Infos zur Ausbildung unter große Zukunft Erzieher. Also auch diese Forderung ist nicht neu. Mit unserem Antrag legen wir deshalb konkrete, neue, noch nicht umgesetzte Vorschläge auf den Tisch, die es leider nicht in das Sofortprogramm geschafft haben, die man aber unmittelbar umsetzen könnte. Erstens schlagen wir vor, die Schulgelder in der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialassistentinnen und Sozialassistenten bereits zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres im August abzuschaffen. Die privaten Fachschulen für Sozialwesen leisten einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Gleichzeitig ist es doch nicht mehr zeitgemäß, dass wir von jungen Menschen, die sich entscheiden, einen so begehrten Beruf zu ergreifen, dass wir von denen verlangen, ihre Ausbildung zum Teil auch selbst zu bezahlen. Deshalb lassen Sie uns die Ausbildung zügig attraktiver machen und damit junge Menschen im Berufsstaat entlasten. Zweitens schlagen wir vor, ein Investitionsprogramm aufzulegen für mehr Plätze in den Krippen und den Kitas. Den Kommunen fällt es zunehmend schwer, die Finanzierung dieser herausfordernden Aufgabe zu übernehmen. Hessen hat bereits in den vergangenen Jahren mehrere Investitionsprogramme auf den Weg gebracht und damit viele Kita-Aus-, Um- und Neubauten unterstützt. Sowohl die Kommunen als auch die
Länder als auch der Bund haben Erfahrung mit entsprechenden Programmen, und es wäre möglich, zügig ein Programm durchaus auch mit Rahmenbedingungen der letzten Programme auf den Weg zu legen, das sich daran orientiert. Lassen Sie uns also zügig den Weg freimachen für mehr Plätze in den hessischen Krippen und in den Kitas. Und drittens schlagen wir vor, die Einsatzbereiche der vom Land geförderten bezahlten Erzieherausbildung zu erweitern. Denn Erzieherinnen und Erzieher können ihre Ausbildung ja nicht nur in einer Kita absolvieren, sondern beispielsweise auch in der Jugendhilfe. Die vom Land geförderte Ausbildung bezieht sich bislang aber ausschließlich auf die Kitas. Das sollten wir ändern, denn auch in der Jugendhilfe haben wir einen großen Bedarf an zusätzlichen Fachkräften. Meine Damen und Herren, das sind konkrete und vor allem auch neue Maßnahmen, die sich zügig auf den Weg bringen lassen. Die hätten den Titel Sofortmaßnahme auch verdient, aber einfach nur die Erfolge des Amtsvorgängers weiterzuführen, das, liebe Frau Ministerin, ist doch beim besten Willen keine Sofortmaßnahme. Und lieber Herr Kollege Grüger, ich will natürlich die Gelegenheit nutzen und auf Ihre permanenten Zwischenrufe eingehen. Das hättet ihr doch alles schon längst machen können. Natürlich will ich dazu etwas sagen. Denn in dieser Zeit, in den letzten 10 Jahren, haben wir eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Wir haben umfangreich investiert in die Qualität in der frühkindlichen Bildung. Wir haben den Quereinstieg erleichtert. Wir haben mehrere Investitionsprogramme auf den Weg gebracht für neue Kita-Plätze. Wir haben so viele Plätze in der bezahlten Erzieherausbildung gefördert wie kein anderes Bundesland. Wir haben die Elternbeiträge in der Kita weitestgehend abgeschafft. Wir haben einen Landeskita-Elternbeirat eingeführt, der die Interessen der Eltern vertritt. Wir haben rund 100 zusätzliche neue Familienzentren gefördert. Die Investitionen des Landes in den letzten 10 Jahren in die frühkindliche Bildung haben sich nahezu verdreifacht. Und an diesem umfangreichen Maßnahmenpaket wird sich auch die neue Landesregierung messen lassen müssen. Das, was wir bislang sehen, lässt in mir die Vermutung wachsen, dass sie diesem Anspruch nicht gerecht werden wird. Und natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass trotz dieser vielfältigen Maßnahmen die Herausforderungen nicht gelöst sind. Die Herausforderungen in der frühkindlichen Bildung sind da, trotz umfangreicher Bemühungen. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, fehlende Plätze, schwierige Finanzierung, nicht nur in Hessen, sondern überall in Deutschland. Und trotz großer Bemühungen verschiedener politischer Ebenen sind diese Herausforderungen vorhanden. Und genau deshalb braucht es ja ergänzende Maßnahmen. Und da kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, das hättet ihr doch alles schon machen können. Man kann immer noch mehr machen. Aber ich glaube, ich konnte auch gerade aufzeigen, wir haben schon extrem viel gemacht. Aber jetzt ist doch auch die Zeit, weiterzudenken und zu überlegen, was kann man zusätzlich noch weitermachen. Statt konkreten Maßnahmen finde ich in Ihrem Antrag aber eine Bedarfsuntersuchung, einen Plan, der aber erst in 2 Jahren vorliegen soll. Es ist natürlich legitim, Daten zu erheben und Pläne zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Für die akuten Probleme braucht es aber eben auch unmittelbare Maßnahmen. Es braucht sofort Maßnahmen. Solche Maßnahmen legen wir Ihnen heute auf den Tisch. Lösungen, die einen schnellen Beitrag dazu leisten können, einige der Probleme in der Kita anzupacken. Diese Lösungen haben nicht den Anspruch, alle Probleme in der Kita zu lösen. Das werden Sie im besten Willen nicht tun. Aber Sie können einen Beitrag dazu leisten, einige der Probleme anzupacken. Und deswegen sind das auch echte Sofortmaßnahmen. Ich möchte zum Abschluss dann doch noch etwas versöhnlich werden, damit die Gemüter nicht noch so weit aufgeheizt werden, und möchte etwas anbieten. Aus den letzten Jahren weiß ich, dass es im Bereich der frühkindlichen Bildung manchmal auch notwendig ist, Maßnahmen zu diskutieren, die unpopulär sind. Maßnahmen, von denen alle wissen, dass sie nicht perfekt sind, dass sie aber notwendig sein können, weil der Mangel an Fachkräften so groß ist. Wir Grüne sind zwar nicht mehr Teil der Landesregierung, aber wir sind weiterhin daran interessiert, pragmatische Lösungen zu finden. Und deshalb kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie sich Unterstützung für auch mal möglicherweise unpopuläre Maßnahmen wünschen. Wir werden nicht diejenigen sein, die pragmatische Lösungen verteufeln. Wir werden kritisch hinschauen, na klar, aber Projekte fair begleiten und sie entsprechend kritisch hinterfragen. Denn die, die immer nur gegen alles sind, und die so tun, als würde es ausreichen, Qualität auf ein Blatt Papier zu schreiben, und dann ist das so,
die machen es sich zu einfach. Denn wir brauchen vor Ort die Fachkräfte, die die Qualität eben auch in die Realität umsetzen. Und insofern erweisen diejenigen, die immer nur gegen alles sind, der frühkindlichen Bildung leider oft einen Bärendienst. Die Kinder in unserem Land sind unsere Zukunft. Sie verdienen eine hochwertige frühkindliche Bildung, und wir werden auch aus der Opposition heraus unseren Beitrag dazu leisten, konkrete und pragmatische Lösungen vorzulegen, die tatsächlich helfen. Und heute haben wir das mit drei Maßnahmen getan, und für deren Umsetzung möchte ich hier natürlich noch einmal werben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention darf ich Frau Dr. Köbel noch einmal das Wort geben. Die vereinbarte Redezeit 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Herr Martin. Ich habe mich jetzt gefreut über das Einlenken zum Schluss. Ich habe die Kurzintervention hochgehoben, als ich am Anfang das, wie ich finde, etwas schwierige Gezanke gehört habe. Weil darauf wollte ich jetzt noch mal ganz kurz hin. Das zieht sich ja nicht nur über dieses Thema, sondern es geht schon, habe einige Redebeiträge dazu gehört. Ich glaube, dass diese Debatte darüber, wann sich wer was überlegt hat hier in diesem Haus und zu welcher Legislaturperiode welche Maßnahmen gehören, ehrlich gesagt glaube ich, dass dieses Gezanke da draußen niemanden interessiert. Und wir können ja nachher mal bei unseren Besuchergruppen nachfragen, wie sie das empfinden. Aber ich habe ganz oft die Rückmeldung, dass genau dieses Hin- und Hergespiele von wer sich jetzt welche Maßnahmen als erstes ausgedacht. Wichtig ist doch, dass die Politik umgesetzt wird. Und das wollen wir alle. Deshalb freue ich mich noch einmal sehr über Ihr Einlenken zum Schluss, dass Sie da uns auch wohlgesonnen sind und wir gemeinsam an einem Strang ziehen können. Herzlichen Dank. Zur Erwiderung hat ebenfalls der Abgeordnete Martin 2 Minuten Redezeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Kollegin Köbe, Sie können mir glauben, wenn ich zanke, dann klinge ich durchaus ein bisschen anders. Ich war eigentlich ganz freundlich und gut gelaunt. Ich stimme Ihnen aber ausdrücklich zu. Es ist so, dass das die Menschen da draußen wenig interessiert. Problematisch finde ich allerdings, wenn man so tut, als würde man neue Maßnahmen ergreifen, die in Wahrheit eine Fortsetzung der bisherigen Maßnahmen sind. Ich finde es ja ausdrücklich gut, dass Sie die PIFA weiter fördern. Ich habe nicht einmal eine Ausweitung der Stellen gefordert, sondern ich bin mit 1.000 Plätzen völlig zufrieden. Aber 1.000 Plätze sind eben keine Ausweitung. Wenn wir in 2023 1.000 Plätze hatten und in 2024 auch 1.000 Plätze hatten, dann ist das doch keine Ausweitung. Also Entschuldigung, aber ist es nicht. Herr Martin, bitte kommen Sie zum Schluss. Das mache ich. Und insofern, ja, das stimmt, das interessiert die Leute nicht, aber wir sollten ihnen auch keinen Sand in die Augen streuen. Ja, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man Maßnahmen, die es schon gibt, als neue Maßnahmen deklariert. Dann sagen Sie doch, wir führen das weiter, das ist gut so, das hat der Amtsvorgänger gemacht, das machen wir. Aber von einer Ausweitung zu sprechen, wenn es keine ist, darauf wollte ich hinweisen. Und das ist auch die Tatsache. Vielen Dank. Und nun hat das Wort der Abgeordnete Bersch der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine Damen und Herren! Meine erste Rede im Landtag darf ich zur frühkindlichen Bildung halten, einem sehr wichtigen Bereich, der mir als Familienvater naturgemäß besonders am Herzen liegt. Insofern danke ich den Kollegen von SPD und CDU zunächst für diesen Antrag. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, ist Ihr Antrag leider das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben ist. Die Koalition hat hier einen selbstbeweihräuchernden Schaufensterantrag vorgelegt,
indem sie nahezu vollends die entsprechenden Passagen aus dem Koalitionsvertrag wiederholt, diese aber mitnichten konkretisiert, geschweige denn nachvollziehbare Wege zur Umsetzung dieser Zielsetzungen aufzeigt. Vielmehr ergeht man sich in worthülsenartigen Ausführungen in der Erwartung, die Opposition möge doch bitte Beifall klatschen. Nein, meine Damen und Herren, so einfach ist es nicht. Es reicht nicht, nette Worte in einen Entschließungsantrag, also einen Antrag ohne direkte Konsequenz, sondern vielmehr mit appellatorischem Charakter zu gießen und zu hoffen, damit würden sich die Probleme in der frühkindlichen Bildung in Luft auflösen. Diese sind lange bekannt. Erst im September 2023 wurde hier im Plenum ein Gesetzentwurf der FDP debattiert, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigte. Diese Initiative aus der Opposition heraus war zwar für uns aufgrund einiger Schwächen nicht zustimmungsfähig, aber immerhin weitaus konkreter als der nun von den regierungstragenden Fraktionen vorgelegte Antrag. Worüber sprechen wir also konkret? Erstens Fachkräftemangel. Dieser ist unbestritten, und der Bedarf an qualifizierten Fachkräften kann trotz verschiedener Ausbildungsinitiativen in den letzten Jahren immer noch nicht gedeckt werden. Aktuellen Berechnungen zufolge werden in den Kitas im Jahr 2024 bis zu 73.000 Fachkräfte, insbesondere in Westdeutschland, fehlen. Zweitens fehlende Kitaplätze. Laut Katrin Bock-Vermuller, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, kann Hessen den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz nach wie vor nicht bedarfsgerecht erfüllen. Aktuell fehlen ca. 41.000 Kitaplätze, womit Hessen bei der Versorgung unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Drittens Qualitätsstandards. Hier gibt es zu Recht Bedenken hinsichtlich der Qualität der frühkindlichen Bildung in Hessen. Das Bündnis für frühe Bildung, dem, wenn ich korrekt informiert bin, Kollege Rock, auch die FDP-Landtagsfraktion angehört, gab im November 2023 in einer Pressemitteilung zu Protokoll, dass es Verschlechterungen der hohen fachlichen Standards in der frühkindlichen Bildung durch eine weitere Öffnung des Fachkräftekatalogs seitens der neuen Landesregierung befürchte. Eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Kinderbetreuung, und das dürfte fraktionsübergreifend Konsens sein, ist das gemeinsame Ziel, um unsere Kinder bestmöglich auf ihr weiteres Leben vorzubereiten. Doch der Weg dorthin wird nicht so einfach und nicht so günstig sein, wie die Regierungskoalition sich dies ausmalt. Zu Ihrem Antrag im Einzelnen. In Ihrem Antragstext betonen Sie das Recht auf gute Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege und heben die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Kindertagesbetreuung als lohnende Investition in die Zukunft wie auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie für die Integration hervor. Dies ist nicht nur längst Konsens, sondern im Grunde nach bereits seit über 10 Jahren in § 24 SGB VIII gesetzlich normiert. Es muss nur auch in der Praxis umgesetzt werden, doch hierzu liefern Sie keine konkreten Vorschläge. Wenn Sie diese Forderung wirklich ernst meinen, müssten Sie aber auch endlich die schädlichen Programme zur Frühsexualisierung aus den hessischen Kitas verbannen, deren Konzepte maßgeblich von Pädosexuellen erdacht, entwickelt und geprägt wurden, beispielhaft zu nennen der Name Kentler. Kinder sind nämlich keine sexuellen Wesen, wie diese Menschen gerne behaupten, und unsere Kinder dürfen nicht länger als Versuchskaninchen einer perversen Ideologie einiger Erwachsener dienen. Ferner ersuchen Sie bei Punkt 2 um die Absolution des Landtags zu Ihrem Regierungsprogramm. Die formulierten Forderungen finden sich fast wörtlich im Koalitionsvertrag. Haben Sie eigentlich so wenig Vertrauen innerhalb der Koalition, dass Sie Ihre Absichtsbekundungen sicherheitshalber durch den Landtag bestätigen lassen müssen? Das Hauptproblem in der Kindertagesbetreuung ist der bereits angesprochene Fachkräftemangel. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung werden für eine hochwertige frühkindliche Bildung in Hessen gut 8.600 zusätzliche Erzieherinnen benötigt. Dieser Personalmangel liegt maßgeblich in der als unbefriedigend empfundenen Vergütung der Erzieherausbildung begründet. Und dieses Problem wird nicht dadurch behoben, dass man mittels des vorliegenden Antrags lediglich die Begrüßung eines wie auch immer gearteten Ausbaus der bewährten Ausbildungsform der praxisintegrierten vergüteten Erzieherausbildung durch den Landtag fordert, während man weitergehende Aussagen darüber,
wie und durch welche konkreten Maßnahmen im Einzelnen dieser Ausbau in der praxisintegrierten Vergütung nach Vorstellung der Landesregierung nunmehr vorangetrieben werden soll, innerhalb des Antrags vergeblich sucht. Derartige Angaben wären jedoch als Schritt zur effektiven Problemlösung anstelle der bestenfalls deklaratorischen Absichtsbekundung wünschenswert gewesen, zumal die Feststellung, dass die praxisintegrierte vergütete Erzieherausbildung zum Zwecke der Fachkräftegewinnung ausgebaut werden muss, alles andere als neu ist. Eine zusätzliche Möglichkeit könnte es z.B. sein, den Beruf des Erziehers im Rahmen der aufsuchenden Schularbeit verstärkt bei Schülern vorzustellen. Wir begrüßen ausdrücklich Ihre Absicht, auch die Kindertagespflege verstärkt in den Blick nehmen zu wollen, da diese einen wichtigen Beitrag für die Betreuungssituation in Hessen leistet. Doch kann ich mich nach dem Studium des Koalitionsvertrages und Ihres Antrags nicht der Annahme erwehren, dass die Kindertagespflege von der Landesregierung auch zukünftig eher stiefmütterlich behandelt werden wird. Was Sie unter einer Imagepflege der Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen verstehen, bleibt jedenfalls schleierhaft und eröffnet neue Fragen. Was genau bedeutet das? Wie wird die Kindertagespflege konkret unterstützt? Was ist mit den Bedürfnissen der Kindertagespflegepersonen? Werden ihre Arbeitsbedingungen verbessert, ihre Vergütung erhöht oder ihre Rechte gestärkt? Auf all diese Fragen bleiben Sie Antworten schuldig. Auch bleibt die von Ihnen geforderte Qualitätsoffensive in der frühen Bildung insgesamt nebulös, da Sie nicht einmal ansatzweise skizzieren, mit welchen Maßnahmen Sie diese umsetzen wollen. Zudem ist zweifelhaft, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen durch diese Offensive neu definiert werden sollen, wenn solche bereits umfänglich im Zuge von zahlreichen themenbezogenen Gesetzesinitiativen auf Bundes- und Landesebene definiert worden sind. Vor dem Hintergrund dieser Tatsache stellt sich Ihre bloße Absichtsbekundung als weitere Nebelkerze dar. Dem Fachkräftemangel mit Tricks aus der Mottenkiste begegnen zu wollen, ist der falsche Ansatz, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss und stelle fest, werte Kollegen, dass Ihr Entschließungsantrag viele wichtige Punkte anreißt. Es reicht aber nicht aus, nur gute Absichten zu formulieren. Was Sie hier vorgelegt haben, ist ein Armutszeugnis für eine Regierungskoalition. Sie selbst haben die frühkindliche Bildung in Ihrem 11+1-Programm besonders hervorgehoben, um dann hier einen substanzlosen Antrag ohne konkrete Maßnahmen, ohne jegliche Ambitionen und ohne echte Ideen vorzulegen. Für uns als AfD-Fraktion ist aber auch klar, dass der Staat die elterliche Betreuung genauso finanziell unterstützen muss wie Kitas und Tageseltern. Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, erleben deren Entwicklung unmittelbar, vermitteln ihnen Herzensbildung und erhalten damit die körperliche und seelische Gesundheit ihrer Kinder. Sie verdienen ebenfalls unsere Anerkennung. Und diese Wertschätzung gegenüber denjenigen Eltern, die sich bewusst dafür entscheiden oder entscheiden wollen, ihre Kinder selbst zu betreuen und die damit auch einen wichtigen Beitrag zur Entspannung der Betreuungssituation leisten, fehlt in Ihrem Antrag vollkommen. Wir werden Ihren Entschließungsantrag daher ablehnen. Ich möchte aber auch noch in der gebotenen Kürze auf den dringlichen Antrag der GRÜNEN eingehen, Kollege Martin. Dieser ist zwar minimal konkreter als der Entschließungsantrag, zielt aber in erster Linie, man hat es eben schon gemerkt, auf ein Eigenlob der vergangenen Regierungszeit und erweckt eher den Anschein einer nachehelichen Vergangenheitsbewältigung nach einer traumatischen Scheidung. Wir lehnen den Antrag daher ebenfalls ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dies war die erste Rede des Abgeordneten Bärsch, und auch Ihnen darf ich im Namen des Hauses dazu gratulieren. Als nächstes hat das Wort erneut der Abgeordnete Martin, der sich zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Redezeit 2 Minuten. Frau Präsidentin, Herr Bärsch, Sie haben eben die Behauptung aufgestellt, in den hessischen Kitas gäbe es Frühsexualisierung durch Projekte von pädophilen Erwachsenen.
Es ist mir wichtig, diese Behauptung im Namen der Alten, im Namen der Neuen, im Namen aller Landesregierungen und aller Kommunen zurückzuweisen. Und ich will Ihnen mal ganz kurz sagen, wem Sie damit einen Bärendienst erweisen. In Kitas wird beispielsweise mit Kindern darüber gesprochen, dass sie von Erwachsenen nicht ungefragt angefasst werden dürfen. Es wird mit ihnen darüber gesprochen, wo eine Berührung legitim ist und wo nicht. Das heißt, das, was teilweise dort passiert, dient dem Schutz von Kindern. Es dient dem Schutz von Kindern, dass mit ihnen gesprochen wird, was in Ordnung ist und was nicht. Und insofern erweisen Sie dem Ansinnen, dass Sie hier versuchen, in den Vordergrund zu stellen, einen Bärendienst, wenn Sie so tun, als wäre das das Gegenteil davon. Es geht um den Schutz von Kindern und nicht um irgendeine Sexualisierung. Abgeordnete Bersch, Sie haben die Gelegenheit zur Erwiderung, ebenfalls 2 Minuten Redezeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege Martin, ich habe mitnichten gesagt, dass irgendwelche Pädophilen in hessischen Kitas unterwegs sind. Ich habe gesagt, dass es eine Frühsexualisierung gibt, auch an hessischen Kitas, deren Konzepte maßgeblich auf den Ideen von pädosexuellen Menschen bestehen. Und lesen Sie sich doch gerne einmal die aktuelle Studie der Uni Heidelberg durch zum Helmut Kentler, Sozialpädagoge. Ganz ausführlich wurde das Thema in Berlin von der dortigen Landesregierung vorgestellt. Da gibt es einen Abschlussbericht. Lesen Sie sich das einmal durch. Und da müssen wir einfach die Konsequenzen daraus ziehen. Und diese Frühsexualisierung unserer Kinder wollen wir jedenfalls nicht. Vielen Dank.